Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jasmin Schwarze. Heute sind wir mal wieder zu Gast in der Galerie Violett bei Aya Atti. Wir begrüßen jetzt den Künstler Joy Lohmann aus Hannover, denn heute findet die Finissage schon von der Ausstellung statt und jetzt können wir ihm noch mal ein paar Fragen stellen. Hallo Joy. Hallo Jasmin, grüß dich. Schön, dass ihr da seid. Ja, herzlichen Dank. Sag mal, wie würdest du deine Kunst beschreiben? Naja, wie passend, dass der Name der Ausstellung Integrated Art heißt. Integrated Art ist die Kunstrichtung, in der ich arbeite, denn meine Kunst findet mitten in der Gesellschaft statt und hat inspiriert Teile der Gesellschaft und bewirkt Wechselwirkungen mit der Gesellschaft. Und das ist alles integriert in unsere Welt. Und als solches zählt auch jede Reaktion, die Interaktion und die Entwicklung, die Verbreitung dieser Ideen ist Teil des Kunstwerks. Das heißt, du hattest ja hier mehrere Kunstwerke, das heißt schwimmende Kunstwerke, kann man sagen, eine Art Aquarium. Da waren verschiedene Sachen drin, die man sehen konnte. Was sollte das genau darstellen? Vielleicht kannst du das nochmal unseren Zuschauern genau erklären. Ja, sehr gerne. Ich arbeite ja mit an schwimmenden Inseln aus Recyclingmaterial. Das ist so mein kontinuierliches Hauptwerk. Und diese Inseln, die sind entwickelt worden in Indien und in Deutschland überwiegend und werden weltweit auch implementiert als Rettungsinseln oder als Energieinseln, als schwimmende Plattform für Nahrungsmittelanbau und diese Dinge. Das ist aus der Kunst entstanden und ist aber ein humanitäres Projekt geworden, weswegen wir uns auch als Kollektiv Makers for Humanity formiert haben. Und das ist so der Hintergrund dieser Aquarien, die man hier auch eine Ausstellung sehen konnte, denn diese Inseln passen natürlich nicht in eine Galerie, die finden auf Gewässern statt, so jetzt im Rahmen der Dokumente auch auf der Fulda. Genau, da hattest du eine ziemlich große, erfolgreiche Performance. Ja, das war fantastisch. Wir haben ja unterwegs von Berlin nach Hannover haben wir ein Boot gefahren und waren damit auch als Support und Begleitboot von dem Citizenship, vom ZKU aus Berlin mit dabei. Und so konnten wir als Gegenbesuch eben unsere soziale Innovation, die schwimmenden Inseln, Open Island, hier präsentieren in Form einer Performance. Und direkt im Anschluss sind wir dann hier in die Galerie gekommen zur Eröffnung hier bei Aria in der Galerie Violett. Und naja, diese schwimmenden Aquarien, die schwimmenden Welten unter Wasser zeigen ein Bild, was wir in den kommenden Jahrzehnten und Jahrhunderten häufig sehen werden. Die Welt geht unter. Ganz einfach ist es und so simpel habe ich das eben in diesen Unterwasser-Aquarien auch inszeniert. Es sieht vielleicht ein bisschen niedlich aus auf den ersten Blick, wenn die Welten unter Wasser sind und nur die Autos schwimmen. Aber es hat natürlich einen ernsten Hintergrund. Und das ist auch, was ich mit meiner Kunst bewirken möchte, dass man sich erstens der Situation gewahr wird. Denn wir steuern auf eine Katastrophe hin. Und meiner Meinung nach ist die Kunst aufgefordert, Stellung zu beziehen. Und wer, wenn nicht die Kunst, kann auch wirklich out of the box Lösungsvorschläge und neue Denkweisen propagieren. Und das ist eben dieser zweite Teil meiner Kunst, dass ich eben auch in Kooperation mit vielen Partnern aus Wissenschaft, Kultur und dem Bildungswesen Workshops mache und mit diesem Thema des Klimawandels, der steigenden Meeresspiegel arbeite. Und das kann man in der Performance sehen, das kann man hier an den Wänden auch sehen, bei der Dokumentation unserer früheren Projekte. Und die neueste Serie sind eben diese Aquarien, Float Art nenne ich das. Und ja, freue mich, die hier im Rahmen der Dokumenta so prominent präsentieren zu dürfen. Okay, und sag mal, es gibt ja jetzt seit einigen Jahren viele junge Menschen, denen ist das durchaus bewusst, dass wir sehr viele Umweltprobleme haben. Das heißt, die Initiative Fridays for Future, ist das für dich so, dass du denkst, so endlich bewegt sich mal was, junge Leute interessieren sich für das Thema Umwelt?
Ja, natürlich. Ich bin bei den Artists for Future, habe da auch bundesweit agiert und Netzwerke geschaffen. Zum Beispiel ist mit den Scientists for Future auf Bundesebene ein Projekt entstanden, Zukunftsbilder heißt das. Da sind drei positive und ein dystopisches Szenario für 2070 entwickelt worden. Und es ist die Chance der Menschheit, dass eben über jeden Zweifel erhaben die Fridays für ihre Rechte, für ihre Zukunft eingestehen und sich aber eben auf die Expertise der Scientists berufen können. Und diese Bewegung ohne Namen, diese For-Future-Sammelbewegung, die umfasst mittlerweile wirklich alle Berufsgruppen und das ist eine riesige Kraft. Okay, und was uns natürlich gerade bei Künstlern immer ganz besonders interessiert, wie bist du zu der Kunst gekommen? Naja, was soll man da sagen? Man arbeitet, bei mir ging es als Kind los. Ja, und uns interessiert natürlich ganz besonders, wie Künstler diese Liebe und diese Leidenschaft für die Kunst entdeckt haben und das auch zu ihrem Hauptberuf gemacht haben. Wie ist das bei dir dazu gekommen? Bei mir ging das ganz früh los. Als Kind schon habe ich immer sehr gerne gezeichnet, so solche Sachen. Ich glaube, da geht es bei jedem Künstler, Künstlerin los, dass man gerne gestaltet. Und die erste öffentliche und künstlerische Tätigkeit war bei mir Graffiti, Street Art, womit ich in Hildesheim auch eine der ersten und größten Graffiti-Serien im Stadtraum gemacht habe. Und das ist schon eigentlich so der erste Schritt zur Integrated Art, so denn wo, wenn nicht im öffentlichen Raum, bekommt man dann auch Reaktionen und kann dann mit der Gesellschaft interagieren. So, das hat mich sehr geprägt. Ich arbeite im Prinzip immer noch so, also aus dem Reclaiming the Streets ist bei mir Reclaiming the Future geworden. Ja, und du hast es ja eben nochmal angesprochen, Integrated Art. Dahinter steht ja auch der Dr. Stefan Tomek. Das heißt, ihr arbeitet viel zusammen. Er hat viel dazu getan, dass dieses Projekt stattfinden kann. Wie ist die Zusammenarbeit und diese Kooperation zwischen euch entstanden? Das ist eine witzige Geschichte, weil wir haben eigentlich zeitgleich diesen Begriff der Integrated Art oder den Inhalt davon für uns entdeckt. Er auf seine Weise in seinem Fachbereich und ich hatte das für mich als Synergetic Art tituliert. Und dann hatten wir uns auf einer Messe, wo ich ausstellte, getroffen und haben gemerkt, dass es im Prinzip das Gleiche ist. Und so habe ich gesagt, na gut, okay, der Name ist mir eigentlich Schnuppe, so ich schließe mich da dann gerne an der Integrated Art, weil dieser Name ist einfach auch treffend und so kam es dann ziemlich früh schon zur Zusammenarbeit, insbesondere mit der Aktiengesellschaft Integrated Art, für die ich dann relativ bald 1997, 98 sowas auch eine Aktienedition gestaltet habe und auch im Aufsichtsrat dann den Vorsitz innehatte für eine gewisse Zeit. Ja, das klingt total spannend und ich glaube, der Dr. Tomek wird uns dazu noch einiges mehr erzählen können. Wir danken dir erstmal ganz herzlich, weil wir wissen, du bist auf den Sprung jetzt nach Hannover, musst los, hast jetzt extra nochmal für uns die Zeit investiert. Wir danken dir recht herzlich und freuen uns schon das nächste Mal, wenn du wieder in Kassel bist und deine Kunst zeigst und wir darüber berichten dürfen. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank dir, sehr gerne. Danke. Bis bald. Ja, und jetzt freuen wir uns, Dr. Reinhard Stefan Tomek begrüßen zu dürfen. Bevor wir das Interview starten, wird Herr Tomek uns jetzt noch einiges vorlesen. Wir wünschen Ihnen ganz viel Vergnügen dabei. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, dieses spontane Interview zu machen und aus meinem neuen Buch vorzulesen. Zur Documenta 15 in Kassel und dieser Ausstellung Integrated Art erstmalig in Kassel zum 25-jährigen Jubiläum der Gesellschaft, die ich mit Joy Lohmann und vielen anderen vor 25 Jahren in Hamburg gegründet habe. Herausforderungen begleiten mich mein ganzes Leben, seit ich denken kann. Ich weiß nicht genau warum. Aber ich habe es so angenommen. Wenn andere es normal finden, dass das Leben eine möglichst freudvolle Serie an Konsumation ist, sei es Essen, Trinken, Kultur
und hoffentlich Erotik mit der maximalen Kreation der Zeugung und der Begleitung von Kindern, bis sie uns nicht mehr brauchen. Musste ich immer gestalten, erfinden, riskieren und lernen. Es gibt eben Gestalter des Lebens, Verwalter des Lebens und Nutzer. Es gibt leider auch Zerstörer. Konstruktion, Konsumation und Destruktion. Der ewige Kreislauf. Und jeder kann entscheiden und muss verantworten, wie er die dem Menschen, nur dem Menschen gegebene Fähigkeit zur Kreativität und Vision verwendet. Aber nur wer sein Leben und was er tut mit den Wertmustern der Nachhaltigkeit, der Kunst und Ethik integriert, ist ein autarker Gestalter durch maximale Synergien. So schnell kann man die Konzeption integrierte Tat, kurz InArt, erklären. Synergie. Das Zusammenwirken von Kräften. 1 + 3 ist für viele 4, für uns 13. Die Frage, warum, ist dabei sicher interessant und auch wichtig, aber nie wesentlich für mich gewesen. Die Frage, warum nicht, ist bis zum heutigen Tag das Entscheidende und wird es immer sein bis zu meinem letzten Atemzug. Ich, der studierte Mediziner, übrigens, der keine Approbation und keinen Doktortitel trägt offiziell, aber einen Ehrendoktor nehme ich gerne an, der Gott sei Dank an der Uni in Wien als Mann eine frauliche Leiche mit ständigen strengen anatomischen Prüfungen von Dozent Platzer über die Zusammenhänge zwischen Muskeln, Sehnen, Nerven, Knochen und so zerlegte, lernte sehr viel über Zusammenhänge und Synergien und auch sehr viel in der großen Praxis meines Vaters, des bekannten Internisten Stefan Nikolaus Tomek in Wien, der spezialisiert auf Stoffwechsel auch ein eigenes Labor für Diabetiker hatte. Und ich machte dennoch einen Abschluss am Konservatorium in Wien für Trompete und zweifach für Klavier und einen als Physiotherapeut. Warum auch nicht? Ich zog mit 18 aus dem Trautenheim der Eltern in die Josefstadt aus, finanzierte mein Studium mit Kurzgeschichten, einer Jazzband und mit Massagen und ihren Ideen, Wiederherstellung und dem Verkauf von indianischen Schrumpfköpfen aus Plastik, als Talisman. Ottokar, der lächelnde Schrumpfkopf mit langen schwarzen Haaren, war ein Verkaufserfolg in großen Kaufhäusern. Und wenn einmal die Einkommen nicht reichten, weil ich zu viel ausgab, denn ich zog eben mit 18 von dem schönen Heim meiner Eltern aus, in der Alserstraße, bezog eine kleine Wohnung beim Auganten und hatte auch früher ein Auto, da ging ich schon mal auf Händen um den Würstelstand herum als Gegenleistung für Essen und Trinken. Auch das lernte ich, auf den Händen zu gehen. Alles fand ich ganz normal. Warum nicht? Und im Hier und Jetzt, die Herausforderung in Kassel. Nun habe ich mit bald 77 einen gebrauchten netten Wohnwagen gekauft und sitze an der Fulda in Kassel im Grünen, halb unter einem wilden Apfelbaum, genieße die Natur, schwimme, koche, sehe jeden Tag was an der Dokumente an und bin ab 17 Uhr meist in der Galerie Violette, welche die syrische Künstlerin Aya Ati vor einem Jahr gegründet hat. Hier, wo die Idee Integrated Art, die Aktiengesellschaft als Gesamtkunstwerk und Beispiele von InArt aus dem Lebenswerk von Joy Lohmann und mir, auch gastronomisch, vorgestellt wird, am Tag die Performance an der Fulda durch Joy Lohmann, wunderbarer Beitrag zur Documenta, und am Abend die Gründung der Integrated Art Römisch 2 Aktiengesellschaft mit einem Notar aus Kassel in der Galerie Violett. Und mein neuer Assistent Janik, 22 aus Nürnberg, der wie eine Sternschnuppe vermittelt von Joy vom Himmel fiel und bei mir landete und alles lernen will, hilft mir,
mit seinem technischen Verständnis, mit den praktischen Dingen des Lebens und mit seiner Jugend bei der täglichen Lenkung der kleinen Firmengruppe, die in den letzten 40 Jahren so peu à peu entstanden ist. Davon 25 Jahre Integrated Art Römisch 1 Holding AG. Die Aktiengesellschaft als Gesamtkunstwerk. Gemeinsam mit meinen starken Frauen, der Chefin Regina, mit Marias Assistentin in Berlin und Verena, gestrenge Lektorin, und die Löwenfrauen in Wien, Leipzig und München, Hilda, Carola und Dorette, leite ich immer noch die Firmengruppe. Der Wohnwagen ist eine bewusste klassische Herausforderung, technisch, räumlich, sozial und körperlich. Speziell, wenn man, um das Gewusel am Campingplatz zu vermeiden, in der Natur ohne Stromanschluss ist. Und ja, weil ich aus meinem Studium als Mediziner gelernt habe, dass die Apoptose, die ständige Teilung, Erneuerung, das Absterben von Zellen zugunsten der Erneuerung nur durch Herausforderungen passiert, wie auch einer unserer Aktionäre Gerald Hütter immer sagt, ja, hat das ja auch alles seinen auch rationalen Sinn. Die maximale positive Synergie, das Zusammenwirken von Kräften, entsteht nur durch die Integration aus rationalen und irrationalen Faktoren. Dies ist auch eine sichere Benchmark für die Beurteilung von Kunst. Deswegen weiß ich, dass Joel Lohmann und auch Ayati große Künstler sind und noch viel Potenzial haben, weil sie Kunst für ein besseres Leben machen, ganz real. Zum Abschluss zur Documenta 15 und ihrer Qualität. Nach dem, was meine Damen mir zugetragen haben, und ich sehr viel gelesen habe in vielen Beiträgen von sehr gescheiten Leuten, unter anderem auch sehr, sehr interessante weibliche Kommentatoren im Spiegel, die ich jetzt nicht nennen möchte, die sich eingesetzt haben für diese Documenta, meine ersten selbst physischen Eindrücke. Gestern wurde ich als akkreditiert, als Journalist und schreibender Experte, wie bei den letzten Documentas auch. Und nach Besichtigung einer Teppichbildausstellung in der alten Brüderkirche und den ersten Eindrücken im Fridericianum, dem Hauptgebäude, kann ich nur eines sagen. Überraschend, ungewöhnlich, manchmal irritierend und damit großartig. Die Technik und Materialien aus Indonesien, generell Asien, Afrika, Australien, neu und ungewohnt, ist wunderbar gemischt mit der Kunst und Kultur des Westens. Und dies auch mit dem Kollektivgedanken Lumbung produziert und erreicht, wurde mit nur einzelnen individuellen Leuchten dabei, wie es bisher sonst gewohnt war bei der Documenta, ist ein Experiment. Aber es ist das Ganzes große Kunst. Wir sollten dankbar sein den Leuten bei der Documenta, die den Mut hatten, dieses Experiment zu wagen und uns nicht von der politisch motivierten Antisemitismusdiskussion, die den Medienpolitikern immer sichere Schlagzeilen bringen, irritieren lassen. Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit. Das haben die Begründer des Jugendstils, die Sezession, Namen wie Klimt, Schiele, der Architekt Wagner, die Wandlung der Gesellschaft verkündend auf ihr eigenes Museum in Wien, die Sezession, geschrieben. Meine lieben Freunde, meine Damen und Herren, ohne Mut anzuecken, gibt es keine große Kunst und keine Entwicklung. Danke. Ja, und jetzt freuen wir uns natürlich, Ihnen persönlich interviewen zu dürfen und ein paar Fragen stellen zu dürfen. Ja, wie ist dieser Begriff Integrated Art zu verstehen? Ja, wie ich es in meiner Lesung kurz angedeutet habe, die bewusste Integration des Paradigmas der Kunst mit den Paradigmen, also den Wertmustern von Ökologie, Ökonomie und Ethik. Die bewusste Zusammenführung. Bisher war es so, die Betriebswirtschaftler lernen, wie man Gewinne macht und möglichst Verluste vermeidet. Die Ärzte lernen, wie man Symptome erkennt und möglichst dann einen Menschen davor bewahrt, dass er stirbt oder dass er einer schweren Krankheit erkrankt oder eben daran zugrunde geht.
Und die Künstler lernen, dass sie etwas gestalten, sich verwirklichen und dass sie eben damit auch Bedeutung bekommen. Und ein Künstler, der wirklich Kunst macht, der hat ja nicht das Ziel, dass er damit Geld verdient, sondern der muss es machen, weil es für ihn bedeutet, die Selbstverwirklichung. Und alle großen Künstler ecken an, und wenn sie nicht provozieren und wenn sie nicht keine Manager bekommen, dann scheitern sie sehr oft. Wir sind eben der Meinung, dass Management selbst als Task, als Aufgabe, als Marketing per se für sich selbst ist nichts Schlechtes, sondern was Wunderbares, wenn man damit Gutes bewirkt. Das Gleiche ist mit Kapital. Eine Aktiengesellschaft, die in ihrer Struktur im 18. Jahrhundert gegründet bereits einfach diese Dreigliederung hat, dass der Aktionär einzahlt, den Aufsichtsrat beauftragt, in seine Interessen zu vertreten, und der Aufsichtsrat wählt einen Vorstand, der möglichst kompetent ist, um eben Geschäfte zu machen, die sinnvoll sind und Nutzen bringen für alle, diese drei Gruppen, ist eine wunderbare Sache. Das ist so wie ein Hammer und ein Nagel, damit kannst du jemanden umbringen, oder du kannst, wie ich es mache, einen alten Ast zu einem Kunstobjekt machen, einen Wertgegenstand, der für 2500 Euro verkauft wird, besonders weil er meine Bücher, die ein Loch haben, eben als Beispiel für Synergie, man darauf aufhängen kann. Also es ist eigentlich ganz einfach. Bewusst das zusammenführen, was wesentlich ist im Leben, für jeden Menschen, das ist unsere Fähigkeit, kreativ zu sein, die Fähigkeit, dass man mit guten Dingen auch viel erreichen kann, nicht nur mit Betrügereien und mit einfach Produkten, die nichts bringen, nur jenen, die es verkaufen, sondern man kann auch mit wesentlichen guten Dingen Geld verdienen. Das ist unser Leitbild. Und wir benutzen dazu eben auch die Struktur einer Aktiengesellschaft, Management, Marketing, und wir überleben jetzt schon 25 Jahre damit, durch allen Krisen, und gehen jetzt weiter, weil immer mehr tolle Menschen, Professoren, Wissenschaftler, Künstler, Ärzte, Manager bei uns einsteigen, weil sie erkennen, dass auch im Zuge der neuen EU-Compliance, der ESG-Regeln, die fordert, dass jedes Unternehmen soziale, ökologische und ethische, faire Dinge macht, einführen. Und wir haben mit Eco-Wellness, das ist der Standard, den die Integrated Art AG entwickelt hat, dafür sind wir das State of the Art der neuen ESG-Regeln. Und deswegen haben wir auch hier die Integrated Art Consulting und Projektmanagement gegründet, um dieses Wissen, was in 25 Jahren entstanden ist, zu vermarkten. Ja? Und nachdem wir völlig unabhängig sind, können wir Unternehmern objektiv beraten. Ich meine, ich werde mit meinem Alter nur noch mein Wissen weitergeben, aber das Wissen ist ja das Wesentliche. Ja, und wenn wir das Wissen, was wir erreicht haben und jetzt auf der Documenta hier zeigen, ganz konkret zeigen, ja, durch die Performances von Joy Lohmann beispielsweise, dessen Traum in Erfüllung geht, dass mit schwimmenden Inseln die Menschheit sich retten kann, ja, beispielsweise ganz konkrete Dinge zu tun, und mit der Beratung, die wir anbieten können, Firmen, glaube ich doch, dass eine Wandlung der Gesellschaft in eine bessere Welt unter Berücksichtigung von den Klimaproblemen, den Kriegen, den gesundheitlichen Problemen möglich ist. Ja, also liebe Zuschauer, Dr. Tomek, also kein offizieller Doktortitel, aber er ist Mediziner durch und durch, ist in Österreich sehr bekannt, während er uns in Deutschland vielleicht dem einen oder anderen nicht so geläufig ist. Du hast ja auch schon, du hast es im Vorgespräch erzählt, 16 Bücher geschrieben. Ja, 16 Bücher im Laufe der Jahre, und mein neues Buch heißt aus den Konferenzen, die wir mit Charité-Professoren und Uni Graz und Wien und Görlitz gemacht haben, zum Thema Corona zum Beispiel. Mein neues Buch heißt Das Ende der großen Lügen, Teil 1, die Transformation des Gesundheitswesens. Und ich weiß nicht, ob bei dem Titel Das Ende der großen Lügen ein Fragezeichen kommt oder ein Rufzeichen. Das wird man sehen. Ja? Aber jedenfalls, wir brauchen eine Transformation unserer Gesellschaft. Und alle wirklichen Entscheider wissen das.
Und meine große Hoffnung ist, dass auch die neue politische Konstellation in Deutschland, auch in Österreich, wo eben die Grünen jetzt sich vernetzen mit Menschen, die vielleicht mehr von Wirtschaft verstehen als die Grünen, hier politische Entscheidungen treffen und die EU generell mit ihrem Green Deal und den neuen ESG-Regeln, dass sich was ändert, weil es muss sich was ändern. Ja, also wenn ein Mensch des größten Investmentfonds der Welt, BlackRock, erklärt auf der Weltwirtschaftsforum, dass sie nur noch Aktien kaufen von Firmen, deren Vorstände wirklich nachhaltig arbeiten und sozial verträglich arbeiten, das ist doch auch ein Zeichen, dass es möglich ist. Ja? Und wenn sie heute eben eine Firma einen Kredit beantragt, dann ohne die Einführung von sozialen, ökologischen und ethischen Transparenzregeln, Good Governance und so weiter, werden sie keinen Kredit mehr kriegen. Und so ändert sich gewissermaßen durch diese Anforderungen, die in vielen, vielen zig Jahren entstanden ist, einfach auch unsere Gesellschaft. Ich glaube ja auch, ein Bestseller von dir ist die Krebsmafia. Das heißt, du beschäftigst dich viel mit dem Thema und du schaust halt auf den Menschen ganzheitlich. Ja, es ist so, möchte ich korrigieren, also es war nicht mein Buch, sondern ich habe, als ich durch Firmensanierungen wohlhabend wurde und meinen Wohnsitz auch in Monte Carlo nahm, weil das einfach für einen jungen Menschen in jeder Weise spannend war, habe ich mir gesagt, okay, mit dem Geld, was ich durch Firmensanierung verdient habe, gründe ich einen Verlag. Und weil das Thema Krebs mich ja so beschäftigt hat, mein ganzes Leben, meine Großmutter starb an Darmkrebs und ich habe so vieles Elend gesehen, war ich der Erste, der Bücher zum Thema Krebs verlegt hat. Also, okay, verstehe. Ja, und das begann mit einem Buch eines Krebsgang-Journalisten von der Kronenzeitung in Wien, wo wir die erste Talkshow im Fernsehen machten zum Thema Krebs. Der hat sich den Krebs, weil er dachte, er muss sterben durch ein Melanom, hat er sich durch das Buch, was ich verlegt habe, einfach den Krebs weggeschrieben. Er war der Einzige aus der Melanomgruppe der Uni Wien, die das überlebt haben. Das war der Durchbruch und dann habe ich später eben den Bestseller Die Krebsmafia verlegt. Ja, und jetzt zeigen wir Ihnen mal dieses Buch, um das es geht, Die Krebsmafia. Ja, das war ein Durchbruch in jeder Weise, weil dieser ganz tolle Wissenschaftsjournalist Bachmann aus der Schweiz hat eben dieses Buch verfasst und Friedrich Fester, damals ein ganz toller Universitätsprofessor und einer der ersten nachhaltigen Päpste, die das gepredigt haben, hat das Vorwort geschrieben, hat den Begriff die Krebsmafia einfach geschaffen. Und ich habe, weil ich mutig war und nicht abhängig war, finanziell auch diese Idee übernommen. Und das zeigte eben die geradezu mafiösen Strukturen auf in Deutschland, wie man mit Krebs Geschäfte macht. Und das war ein Bestseller, später auch Taschenbuch bei berühmten S. Fischer Verlag, mehrere Auflagen. Und deswegen kamen andere wieder Autoren zu mir, wie ein Professor Wilczek aus Prag, von der Prager Universität, die dann eben fantastische Bücher verfassten und ich verlegte zum Thema Immunsystem, schon ganz früh. Und ich könnte Geschichten erzählen ohne Ende, wie der damalige Gesundheitsminister Seehofer auf die Erkenntnisse reagierte. Ja, und also mein Leben war immer davon gefüllt, dass ich eben Herausforderungen angenommen habe und eben realisiert habe, against all odds, wie die Engländer sagen, also auch gegen jeden Widerstand und habe es überlebt. Es ist ja schon erstaunlich, du wirst jetzt in Kürze 77 Jahre, vor dem Interview, liebe Zuschauer, hat er noch ein paar Yoga-Übungen gemacht. Das heißt, wie schafft man es, in diesem Alter so geistig und körperlich fit zu sein? Ja, wie gesagt, wenn man weiß, wie das funktioniert mit der Apoptose, dem Zellabsterben und dem Neuen, was unser ganzes Leben begleitet, dann kann man durch Ernährung, Bewegung, Bewusstsein, durch unsere Diagnostik auch einfach sehen, wo die Schwächen sind und ständig für Zellerneuerung sorgen.
Ja. Ihr verkauft ja auch quasi Nahrungsergänzungsmittel, ist jetzt vielleicht nicht der treffende Ausdruck, aber sehr naturverarbeitete Produkte, auch angelehnt aus der Ayurveda oder aus der ayurvedischen Medizin. Ja, also wir haben, genau wie Professor Michalsen von der Charité in Berlin, der einer unserer Beiratsmitglieder geworden ist aus Überzeugung, haben wir entdeckt, dass die Personalisierung der Ernährung, was die ayurvedische Medizin und auch die chinesische Medizin, TCM, seit tausenden Jahren macht, in Verbindung mit westlicher Diagnostik eben ein ganz wichtiger Beitrag ist für die gesunde Haltung. Das war auch das, was wir auf Einladung der UNESCO zum Thema Pandemie Obesity, also Pandemie krankhaftes Übergewicht, vorgetragen haben 2020. Diese Komplexität des Stoffwechsels ist und alles, was an präventiven Maßnahmen gemacht wird, auch Medikamente, auch Nahrungsergänzung, aber vor allem Ernährung selbst, geht nur durch Personalisierung. Ist ja auch, glaube ich, eine Schlüsselstelle, die verschiedenen Blutgruppen. Das heißt, die Ernährung der Menschen richtet sich nach dem auch, welche Blutgruppe ich habe. Ja, also so, dass gewisse Erkenntnisse, dass die Blutgruppe als genetischer Stempel tatsächlich zu betrachten ist im Gesamtbild des Clusters eines Stoffwechsels eine Rolle spielt. Das hat sich bei Corona jetzt herausgestellt, dass zum Beispiel Menschen mit der Blutgruppe 0 weniger stark betroffen waren. Und auch die Darmflora-Analytik, wo wir Pioniere waren, das Mikrobiom, hat sich herausgestellt, dass es tatsächlich auch schon im Mikrobiom diese drei verschiedenen Enterotypen gibt, so heißt das. Also die Typen, die die ayurvedischen Mediziner gefunden haben vor tausenden von Jahren, kommt man jetzt drauf, die gibt es tatsächlich in unserem Darm. Ja? Und wir haben natürlich nur die modernsten Labors, die wir zertifiziert haben oder die wir evaluiert haben, als Partner. Und wir beraten große Firmen, Management, das Management der Firmen. Und ich hoffe, dass trotz meinem Alter es mir noch gelingt, durch gelebte Beweise, dass es funktioniert, einfach jüngere Manager und Firmen zu finden, die das, was wir erarbeitet haben, wie man heute modern sagt, skalieren, ja, also in die Welt bringen und groß machen. Das werde ich nicht mehr tun. Ich habe für mich nur entschieden, dass ich das Gasteinertal, wo ich angefangen habe, das Grand de la Robe renoviert habe und da eben dadurch sehr bekannt wurde in Österreich, dass ich da nochmal antrete und eben das ganze Tal mit einem super Team wir transformieren in das Eco Wellness Valley, die Oase in Europa für Gesundheitssicherung, Prävention, Kultur und Natur. Und du hast ja jetzt auch noch was Besonderes für die Kasseler und Kasslerinnen. Das heißt, jetzt für Documenta haben die Bürger aus Kassel die Möglichkeit, Aktienanteile in Bezug auf Integrated Art zu erwerben. Wie funktioniert das genau und wie muss man sich das vorstellen? Man braucht nur zu der bekannten Kanzlei gehen, wo der Notar Schröter eben einer der Partner ist, eine bekannte Notariat und sagen, hallo, ich möchte gerne Aktionär werden, das ist ab 100 Euro möglich, allerdings nur bis zum 20. Dann kostet es 150 Euro, ist immer noch schön, und sagen, ich möchte hier eben Aktionär werden. Dann hält er das fest und wir haben das juristisch so aufgebaut, dass das völlig genügt, um mitzumachen, ein Teil dieses Gesamtkunstwerkes zu werden. Und 20. August oder 20. September? Nein, wir haben gewählt 20. August, dann kostet es einfach mehr, ja. Nämlich 150 Euro pro Aktie, ist immer noch sehr interessant, aber dann, wenn die Firma eingetragen ist im Handelsregister, was ja eine Zeit lang dauert und dann vielleicht sogar in Kassel ihren Sitz haben wird, da reden wir noch mit einigen, einige Kasseler sind ja Aktionäre geworden schon, dann werden wir sehen, wie wir eben den Kurs, also den Preis der Aktie und der Kunstwerke, die von der Ayati eine Aktie stammt und von Joy Lohmann eine Aktie stammt und die billigste, weil ich nicht so bekannt bin als Künstler von mir, ja, die Management by Joy Aktie, dann wird man sehen, was die dann kosten werden. Also den Preis einer Aktie bestimmt ja nicht nur der Markt, sondern in erster Linie der Aufsichtsrat und der Vorstand.
Und dann wird man sehen. Aber ich glaube, dass wir gute Beiträge für die Documenta 16 liefern können. Und ich glaube, dass ein Problem Europas ist, dass es keine wirkliche Identität gebildet hat. Und man muss nicht meiner Ansicht nach den Umweg machen, nach Indonesien zu gehen, um eben eine europäische Identität zu finden. So ein Integrated Art ist zum Beispiel, und alles, was wir entwickelt haben, auch im Gesundheitssektor, ist eine europäische Idee. Und warum sollte nicht die Idee, das Gesamtkunstwerk Leben beispielsweise, ein Thema der nächsten Documenta sein? Ja, also das versuchen wir anzuschieben als eine Gruppe, die eben mehr ist als nur ein Kollektiv, sondern in einer Rechtsform einer Aktiengesellschaft sich gesammelt hat und vielleicht Beiträge leisten kann für die nächste Documenta. Und wenn jetzt die Zuschauer gerne Kontakt mit dir aufnehmen möchten, sei es um eine Aktie zu kaufen oder sei es auch wegen der Produkte oder Stoffwechselanalysen, wie können die Zuschauer mit dir in Kontakt oder mit dir und deinem Team in Kontakt treten? Naja, wir haben also eine Integrated Art Website natürlich. Wie lautet die Webadresse? Ganz einfach, eben integrated-art.eu. Und da, wir haben dann eine Gesundheitswebsite, alles was Ernährung betrifft, und den Standard Eco-Wellness, die heißt einfach ecowellness.eu. Und da können dann auch quasi unsere Zuschauer mit dir persönlich in Kontakt treten. Sie können auch mit mir persönlich und meinen starken Damen im Team in Kontakt treten und wir werden jedes Mail oder jede Kontaktnahme sehr gerne beantworten. Ja, da freuen wir uns doch und vielen, vielen Dank für heute erstmal, für die vielen Informationen. Wir werden dieses Projekt weiter begleiten, weiterhin berichten, wünschen erstmal viel Erfolg mit dem, was du und dein Team hier aufgebaut hast, dass ihr nach Kassel gekommen seid, und ganz viel Erfolg und Freude vor allen Dingen in Kassel. Ich bedanke mich herzlich für die Gelegenheit, unsere Ideen, die in 25 Jahren entstanden sind, Kassel zu vermitteln. Dankeschön. Dann sagen wir für heute auf Wiedersehen aus der Galerie Violett und bis zum nächsten Mal aus Kassel, Ihr Team von der Nordhessen-Rundschau.